Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Bio-Projekt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wir werden anfangen, ein kleines Feld weiter zu pflügen und wir müssen uns um einen Steinesammler kümmern, weil ja, hier liegen so viele Steine rum, das ist schon. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Also hier liegen so viele Steine, dass wir definitiv die Steine runtersammeln müssen. Also wenn wir uns das auf der Karte angucken, dann dürfte das tiefrot sein. Werden noch gar keine Steine. Doch, es werden Steine angezeigt. Genau, die sind tiefrot, das heißt, wir müssen die definitiv sammeln, bevor die Maschinen Schaden nehmen. Und werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen, noch einen Steinesammler zu organisieren. Denn das eine Feld pflügen. Ja, wir können aber auch eigentlich zuerst Stroh sammeln, ne? Wir machen das Feld soweit erstmal ready, dass wir das größer pflügen können. Das können wir auch machen. Na komm, wir sammeln jetzt erstmal Stroh. Und wir könnten ja. Die Oliven sind noch nicht ganz abgeerntet. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, kaufen wir uns schon die ersten Hühner. Na, sammeln wir erstmal Stroh. Machen wir. Dass wir die Ballenpresse hier hinten aus der Halle kriegen. Aha. Erstmal den Frontlader irgendwo abstellen. So, den weg. Denn wo habe ich die Ballenpresse? Da hinten ist er drin. Hier ist sie ja. Wunderbar, dann pressen wir jetzt das Stroh. Schön zu ballen, damit wir dann wieder ein freies Feld haben, mulchen können, grubbern können und dann natürlich auch ansehen. Beziehungsweise, ich habe ja gesagt, ich würde das Feld hier vorne gerne ein bisschen größer haben. Kann aber auch sein, dass wir da die erste Wiese draus machen. Eigentlich ist das egal, ne? Weil so eben ist die Map auch nicht. Ja, eigentlich ist das egal, wo wir die erste Wiese anlegen. Wir sollten so langsam mal anfangen. So, der Drescher steht noch ein bisschen im Weg. Den würde ich noch gerne zurückfahren wollen. Den können wir mal auf unseren Hof zurückfahren. Dass er hier nicht mitten in der Einfahrt umsteht. Dann hätten wir zumindest noch das erste Stroh für die Kühe. Ich weiß auch nicht, ob ich Strohballen per Hand aufladen werde oder ob ich mir dafür einen Anhänger hole. Da weiß ich wirklich noch nicht. Ja. Auf jeden Fall war das ein mega guter Tipp mit dem Gülle-Trigger, dass man sich auch Gülle kaufen kann, dass man sich den platzieren kann. Werden wir sehr wahrscheinlich auch machen, weil ich ja gesagt habe, ich möchte keinen Kunstdünger. Ist die Maschine jetzt ausgeklappt? Ja, ne? Ja, jetzt klappt das doch. Ja, das Feld hatte ich ja so geerntet, das heißt, wir müssen das Stroh auch so wegpressen. Wenn ich das schaffe, dann haben wir das spätestens bis zur nächsten Folge erledigt.
Zumindest bin ich da guter Dinge, dass wir das bis nächste Folge erledigt haben. So, und jetzt lässt du mir bitte den Ball noch vor der Abfahrt aus. Der hat aber einen Drehwurm da. Der Ballen hatte echt einen Drehwurm. Mensch, Mensch. So, Stroh hätten wir dann schon mal. Das müssen wir dann auch irgendwo in der Halle einlagern. Beziehungsweise ich habe mir gedacht, das können wir ja in der Scheune einlagern. Die wir ja gerade noch nicht wirklich irgendwie in Verwendung haben. Dass wir da Heu und Stroh einlagern. Und da. Ja. Okay, die Presse ist aber auch was Besonderes, ne? So ein Drall haben die allen bei den anderen Pressen nicht, wenn sie rausflutschen. Wenn man sich eine Ballenpresse mal anguckt, also eine Rundballenpresse, wie die, ja, wie das Stroh, ich habe dann gesagt, zusammengetüdelt wird, dann kommt das eigentlich ganz gut hin, dass der sich da die ganze Zeit noch sehr viel dreht. Eigentlich, wenn man die Presse, oder wenn die Presse dann voll ist, wenn er einen laden möchte, dann dreht sich das nicht mehr wirklich so. Aber okay. Ist halt eine andere Presse. Ne? Muss ja nicht unbedingt schlechter sein als andere Sachen. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir hier pflügen müssen. Es war ja Weizen drauf. Das heißt, eigentlich müssen wir nicht pflügen. Kann aber trotzdem sein, dass wir hier pflügen müssen. Müssen wir gleich mal gucken, was die Feldinfo sagt. Ansonsten könnten wir nämlich mulchen. Unkraut wachsend. Nee, scheint nicht. Scheint nicht so zu sein. Dann könnten wir nämlich die Stoppeln einfach bearbeiten. Natürlich kalken. Kalk muss immer sein. Und dann wird ordentlich mit, einmal wird mit Mist gedüngt, einmal wird mit Gülle gedüngt. Also bevor ich hier grupper, kommt einmal Mist drauf, dann wird der Mist schön untergegrubbert. Wenn das dann fertig gegrubbert ist, kommt dann da einmal Gülle rüber. Dann kommt einmal der Kalk rüber. Und dann wird das mit der Sämaschine schön in den Boden eingearbeitet. Normalerweise würde ich dann noch irgendwie versuchen, mit einer Scheibenegge rüber zu gehen, aber den Arbeitsschritt spare ich mir, oder ich mache ihn trotzdem, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Wir sagten ja Bio, dann müsste ich rein theoretisch wirklich mit der Scheibenecke nochmal rüber, damit die Gülle und der Kalk auch wirklich in den Boden eingearbeitet werden, zumindest einmal untergehoben wird, bevor wir da mit der Sämaschine einmal rübergehen. So, wie sieht's denn mit unserer Traubenfabrik aus? Mist, ich wollte mich auch noch um Wasser kümmern, ne? Ich wollte mich auch noch um Wasser kümmern. Haben wir Wasser fast? Nee, ne? Beziehungsweise habe ich schon ein Wasserfass gekauft. Erstmal gucken wir nach dem Wasserfass. Nein, natürlich nicht. Gut. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal ein
ein Wasserfass und ein Steinsammler. Ja, den Steinsammler müssen wir regelmäßig mieten. Dafür haben wir erstmal nicht mehr genug Geld. Aber das Wasserfass, das können wir uns ja kaufen, oder? Wasser, Wasser, Wasser. Ich würde am liebsten das hier nehmen, damit wir, haben wir im Besitz. Aha. Haben wir also, beziehungsweise habe ich doch schon ein, ja, ich habe schon ein Wasserfass gekauft. Yay. Dann können wir das spätestens hier nach dem Strohsammeln machen. In Wasser in den Gewächshäusern auffüllen. Damit wir dann auch schon relativ schnell unsere ersten Einnahmen erzielen können. Und vielleicht den Steinesammler nicht immer mieten müssen. Denn ich finde das gar nicht mal so schlecht, wenn man pflügt, dass denn die großen Brocken zum Vorschein kommen. Dann kann man nämlich seinen eigenen Kalk herstellen, wenn man die dann alle runtersammelt. Und Kalk ist ja dann unabdinglich. Oder es gibt verschiedene Regionen, wo man wirklich regelmäßig mal Kalk ausbringen sollte, um einfach den Ertrag zu steigern von der realen Landwirtschaft. So. Wunderbar, da ist auch schon der nächste. Also ein paar Ballen kriegen wir hier raus. Das klappt. Haben wir noch zwei, vier? Ja, ich glaube, unten waren noch zwei Bahnen. Dann ist das mit dem Pressen hier auch schon wieder erledigt. Ja, Ballenpresse ist auch gleich wieder voll. Ich bin noch am Überlegen, ob wir die Bäume, nee, ob wir die Bäume wegmachen und die Wiese bzw. das Feld dennoch erweitern. Aber wir können auch erstmal den Rand hier noch mitnehmen und das Feld dadurch erweitern. Also links und rechts ist hier noch ein relativ großer Grünstreifen. Wenn wir den noch wegnehmen, bis unten hinpflügen. Bis zur Straße, dann ist das Feld ja hier auch schon größer. Und unsere neu angelegten Felder, die sind ja eh noch eine Ecke größer als das hier. Dann müssen wir mal schauen. So, ist wieder voll. Na komm, gib Gas. Und schaffen wir das in dieser Folge ja noch mit dem Stroh. Sammeln können wir dann in der nächsten Folge. Dann würde ich mir gerne eher das Wasser verschnappen und Wasser in die Gewächshäuser geben. So, die beiden Bahnen noch. Natürlich hier unten am Feld ist auch noch eine Bahn mit Stroh. Oder zwei sogar. Zwei sogar. Yay. Und weiter Gas geben. Wunderbar, machen wir erstmal die hier unten. Wenn ich da gerade die Hälfte liegen gelassen habe. Ich hoffe, der Ball rollt gleich nicht ins Nirgendwo. Nicht, dass wir mit der, ich habe ja gesagt, mit Messer und Gabel hinterher hecheln müssen.
Hier ist ein kleiner Fleck. Wir können natürlich auch gerne mit. Hier ist noch ein kleiner Fleck. Ja, und wir sind voll. Wunderbar. Und mit dem Fleck hier gleich auch nochmal mit. Auf ein paar Liter. Ne, wer hat noch nicht die Straße versucht zu pressen? So. Letzte dicke große Bahn. Dann haben wir hier links nur noch das Gefussel. Dann wechseln wir von der Beinpresse zum Wasserfass und gucken mal, wo wir Wasser herkriegen. Da kriegen wir noch einen Ballen raus oder nicht? Wäre ja natürlich schön. Wenn das irgendwie noch so klappen sollte. Nee, dafür haben wir hier zu wenig Stroh liegen. Okay, dann ist das so. So, der Stroh ist schon mal weg. Dann können wir die Ballen aufladen beim nächsten Mal. Ich will immer hier links reinfahren. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie denke ich immer, da ist meine Hofeinfahrt. Wir haben hier sowieso noch relativ viel freies Gelände. Ne? Das dürfte uns, glaube ich, auch alles gehören. Hier rechts. Oder liege ich da falsch? Wo sind wir denn? Wir sind hier. Ja, also das alles gehört hier uns noch. Da könnten wir auch ein paar Bäume wegmachen und Felder erstellen. Und das Holz dann einfach verkaufen. Also pleite gehen wir so schnell nicht. So, einmal die Presse wieder zurück. Da ist das Wasser fast. Ja, wenn man mal die Augen aufmacht, ne? Wenn man mal die Augen aufmacht. Na komm. Gut, rückwärts war das gerade nicht so gut. Ja. Ja. Wunderbar. Einmal auf zum Wasserfass. Da muss ich gleich jetzt mal den Weg finden zu den Gewächshäusern. Wo sind denn die Gewächshäuser? Hier oben, ne? Gibt es da einen Weg hin? Weiß ich gerade gar nicht. Können wir, ne, wo hier schon mal, ich habe ja gesagt, der Teich ist, unser Hofteich, ne? Keukarpfen drin, alles Mögliche, alles vom Feinsten. Können wir hier auch Wasser? Ja, wir können hier Wasser auffüllen. So. Der Weg zu den Gewächshäusern. Gute Frage. Nächste Frage. Ich würde jetzt einfach mal durch den Tierstall fahren und dann versuchen, links hoch zu fahren. So, kriegst du das hin? Ja, da zieht er das Fass raus wie nichts. Wie nichts. Ich hoffe, dass die Tiere nicht auch Wasser brauchen, aber so schlimm wäre es ja nicht. Wir haben ja eine Wasserquelle direkt am Hof. So, hier ist ja kein Weg mehr, ne? Nee. Zu den Gewächshäusern. Dann versuche ich das jetzt wirklich einfach mal quer hier durch unsere Tiergehege. Ich bin dann nämlich auch nur einmal hingesprungen und das war's. Zu den Gewächshäusern. Da oben links sind die Gewächshäuser. Ich hoffe, dass wenn wir gleich links abbiegen können, dass wir da gleich hinkommen. Das sieht aber gut aus. Wir können da sogar vom Händler irgendwie hinkommen.
Hier wäre auch noch mal ein Fluss. Mal gucken, ob wir da auch Wasser kriegen. Das hier alles ist noch Tiergehege, ne? Also das alles, was hier eingezäunt ist, ist alles Tiergehege. So, hier ist das große, was war das? Rübe, Pastinake? Nee, Rübe war es nicht. Entweder war es Rote Beete oder Pastinake. Also wer Bock hat, da so ein Riesenfeld abzuernten, ne? Ich bring mal Kaffee und Kuchen vorbei. Meins ist es nicht. Also mit dem, selbst wenn man sich jetzt den teuren Ruder geholt hat, der Ewigkeit und 3 Jahre daneben zu fahren, das meins ist es nicht. Da bin ich dann eher so ein Freund von, wenn die Ruder dann eher einen Bunker haben und dass man den dann regelmäßig abbunkern kann. Ja, egal, wir können hier auch Wasser einfüllen. Machen wir mal. 3 Gewächshäuser haben wir ja, die wir mit Wasser befüllen können. Das nicht, das auch nicht. Gut, das hier. Da möchte ich gerne einmal Tomaten raus haben, einmal Salat raus haben und einmal Erdbeeren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wieder beeinflussbar ist, wenn man alles 3 aktiviert hat. Ob das denn langsamer oder schneller geht. Und wenn ich mir ein Gewächshaus baue, normalerweise schalte ich einfach alles 3 an und dann, ne, produziert sich das ja von alleine. Wenn man das Wasser dann auch noch kostenlos kriegt, ist es umso besser. Da ist es mir dann fast egal, ob es ein bisschen schneller läuft oder ein bisschen langsamer läuft, die Produktion. Wenn man alle 3 Sachen eingeschaltet hat. Komme ich hier irgendwie ans Wasser ran oder falle ich hier immer Baum? Falle ich hier gleich irgendwie rein? Da vorne. Vor uns rechts scheint eine schöne Stelle zu sein. Also wenn man ein bisschen was an der Map ändern möchte, ne, das wäre aber auch mein einzigster Kritikpunkt. Wenn man ein bisschen was ändern möchte, ich weiß nicht, ob das Seegras sein soll oder nicht, dann wäre das hier im Fluss den Boden ein bisschen zu verändern. Aber mehr will es auch gar nicht. Ansonsten ist die Map echt schön gemacht. So, wir sind wieder voll. Ja, dann versuche ich mal wieder zu den Gewächshäusern zu kommen. Ansonsten müssen wir unseren Johnny holen, dass der da irgendwie hochkommt. Ansonsten wird sich hier echt, ne, auch für die Verhältnisse Mühe gegeben. Auch mit den Wegen und Häusern, mit der Natur. Man muss das ja nicht, ich habe mal gesagt, übertrieben gestalten. Und zum Beispiel eine Hof Bergmann direkt aufbauen, wenn man da noch ein bisschen üben möchte. Auch solche Maps sind auch anspruchsvoll, wenn man die schön gestalten möchte. Man sitzt da zwar nicht so ewig dran wie auf einer Hof Bergmann, aber auch schon eine sehr, sehr lange Zeit. So, dann füllen wir mal das zweite Gewächshaus nochmal mit ein bisschen Wasser auf. Dann läuft das nämlich auch schon. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge auf meinem Kanal mit dabei seid. Egal. Ne? Ausleeren. Passt. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch vor allen Dingen nicht ärgern. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut. Lasst euch nicht ärgern. Bis denne.